Am 11. Juli, dem 15. Geburtstag des Ozeaneums in Stralsund, lädt das Museumsteam auf spannende Einblicke in seine Arbeit ein. Ab 10 Uhr dürfen sich Besucher über ein reiches Angebot an Führungen, Workshops, Fütterungen oder Tauchgängen erfreuen. Den Höhepunkt stellt dabei die eindrucksvolle Ausstellung 1:1 – Riesen der Meere am Ende des Rundgangs dar. Voraussetzung für die Nutzung der kostenfreien Zusatzangebote ist ein gültiges Tagesticket. Das vollständige Programm finden Sie unter www.ozeaneum.de. Am 15. Juli 2023 lädt Celebrate zum Sommerkonzert in die Stadthalle Rostock ein. Die rund 50 Sänger und Sängerinnen des Freizeitchores bieten ein zweistündiges Feuerwerk an Rock-, Pop- und Gospel-Songs an. Im Mittelpunkt des Auftritts steht dabei immer die Freude an der Musik. Karten sind im Pressezentrum am Neuen Markt, bei MV-Ticket oder unter celebrate-rostock.de erhältlich. Hype Vineta heißt die neue Ausstellung im Haus des Gastes in Zinnowitz. Sie widmet sich der Geschichte der Vineta Festspiele. In Wort und Bild werden Geschichten über die ersten Jahre, Statistiken und Kuriositäten erzählt. Außerdem können Besucher beeindruckende großformatige Fotos vergangener Inszenierungen bewundern. Die Ausstellung steht Interessierten noch bis zum 18. Juli offen. Am 12. und 13. Juli findet in der Schwaner Innenstadt ein künstlerisches Straßenfest statt. Sei es Seiltanz, Puppentheater oder Hula-Hoop. An diesen zwei Nachmittagen können Besucher des Marktes das eine oder andere Spektakel bestaunen, neue Interessen entdecken und vor allem den Spaß an der Kunst genießen. Das Zingster Piratentheater lädt in der neuen Open-Air-Saison auf eine abenteuerliche Reise ein. In Die Hansen 3 – Insel der Abenteuer geht es um verlorene Geliebte, Hexen, Flüche und natürlich auch einen Schatz, den es zu finden gibt. Empfohlen für Kinder ab 6 Jahren, verspricht der dritte Teil der Piratensaga jede Menge Spannung und Spaß für die ganze Familie. Karten gibt es unter www.zingst.de oder direkt vor Ort. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender. Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern.